Willkommen bei der Foodschau und willkommen M&M's Peanut Butter. Die M&M's Peanut Butter habe ich über die Vernasche die Weltbox bekommen, die vor ein paar Tagen eingetroffen ist mit dem Thema USA und da waren die wieder drin. Ich habe sie schon einmal probiert, das ist schon ein bisschen in der Vergangenheit. Da hatte ich aber noch kein YouTube gemacht, darum zeige ich es euch jetzt nochmal. So, was sind die guten? Es sind klassische M&M's, wie ihr sie kennt, nur der innere Kern ist wirklich aus Erdnussbutter, die leicht gesalzen ist. Kalorienmäßig, wundert euch nicht, ich habe schon ein paar rausgelegt, darum klappert das gerade, sind ein paar mehr drin. Liegt er hier bei 220 Kalorien pro servierter Packung, also zwei Servierungen. Also es müsste ein bisschen mehr sein. Ich kann immer mit diesen englischen Angaben nicht wirklich direkt was anfangen. Da habe ich mich leider zu wenig mit beschäftigt. Ihr seht das aber gleich auch nochmal in der Nahaufnahme, die Zutaten und die Nährwerte. Da könnt ihr euch das in Ruhe also angucken. Wir schauen jetzt also direkt rein in die Nahaufnahmen, dann seht ihr die guten Dinger und dann probieren wir mal das M&M zusammen und dann sage ich euch nochmal genau, wie es schmeckt. So, und einmal die M&M's Peanut Butter in der Nahaufnahme. Was ihr seht, das sind klassische M&M's. Und hier ist schon ein aufgeschnittenes oder aufgebissenes eher, wo ihr diese Peanut Butter Füllung sehen könnt mit der Schokolade. So passt der Zoom besser, der Fokus. Aber wie sie genau schmecken, sage ich euch jetzt nochmal. Ich drehe die Packung aber nochmal um, damit ihr euch nochmal die Zutaten, falls ihr Pause drücken möchtet, durchlesen könnt. Und natürlich auch die Nährwerte sehen könnt. So, und jetzt gehen wir ans Probieren. Und da sind wir wieder zurück. Also, ihr habt gesehen, ein klassisches M&M. Da seht ihr diesen Peanut Butter Kern, den ich schon mal angebissen hatte. Und jetzt schauen wir einfach, was kann das geschmacklich? Das ist ja das Relevante. Dann stellen wir die M&M's zurück. Das war das aufgebissene M&M. Und keine Sorge, ich werde noch ein zweites essen. Das ist der klassische M&M-Geschmack. Ich werde jetzt aber nochmal ein ganzes essen, um ein bisschen mehr Geschmack reinzukriegen. Also diese Zuckerschicht, die Schokolade. Ja. Und jetzt kommt gerade das Salzige noch am Ende. Die sind schön weich. Da muss man wirklich sagen, die schmecken gar nicht so stark nach Erdnussbutter, wie man denkt. Die riechen mehr nach Erdnussbutter. Und der Erdnussbuttergeschmack ist wirklich sehr dezent. Aber das Salzige ist da. Darum finde ich auch ganz geil, muss man wirklich sagen, weil ich ja gesalzene Schokolade sehr mag. Und das ist hier in der Kombi ganz lecker gelöst. Wie gesagt, ein bisschen mehr Erdnussbutter, intensiveren Geschmack hätte ich mir vielleicht noch gewünscht. Aber sind lecker. Und würde ich mir wieder kaufen. Würde ich mir gerne in Deutschland wünschen, diese Version. Das ist die offizielle, die man in Deutschland schafft, weil es ist immer die amerikanische Version. In Holland kriegt man die ab und zu auch mal, aber auch nur die amerikanischen. Also das darf gerne mal M&M's nach Deutschland einführen. Das ist, glaube ich, eine Version, die hier auch gut ankommen würde. Ich würde es mir jetzt wieder kaufen. Von mir kriegt das eine 8 von 10. Wer sagt, weil die Erdnussbutter noch so ein Stück fehlt am Ende. Aber auf jeden Fall lecker und kann ich jedem ans Herz lesen. Wenn er mal die Chance hat, probiert sie auf jeden Fall mal aus. Und darum sage ich jetzt danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare, gerne auf Instagram. Wir sehen uns dann sonst im nächsten Video. Lasst den Daumen nach oben da, lasst das Abo da und bis bald. Ciao.